Mit Sommerbeginn zeigen sich am Südosthimmel drei Sterne, die aufgrund ihrer Strahlkraft schon kurz nach Sonnenuntergang gut zu sehen sind. Meine erste Bekanntschaft mit dem Sommerdreieck machte ich im Sternenpark Rhön während einer Nachtwanderung unter Leitung von Sabine Frank. Unvergesslich der Blick in den Sternenhimmel, frei von Lichtverschmutzung und Kondensstreifen. Es handelt sich um die Sterne Deneb, Vega und Altair. Und es war nur eine Frage der Zeit, dass jemand die auffällige Gruppe in seiner Vorstellung mit Linien zu einem Dreieck verband. Der ehemalige Direktor der Berliner Sternwarte, Johann Bode, war es, der das Dreieck erstmals in seine Sternkarten einzeichnete. Später setzte sich die Bezeichnung Sommerdreieck durch. Kommen wir zu den einzelnen Sternen des Sommerdreiecks. Deneb befindet sich im Sternbild Schwan. Rechts daneben leuchtet Vega im Sternbild Leier. Altair gehört zum Sternbild Adler. Deneb ist etwa 3200 Lichtjahre von der Erde entfernt. Der Abstand zum Stern Altair beträgt im Verhältnis dazu nur 17 Lichtjahre. Von der Vega trennen uns 25 Lichtjahre. Um eine ungefähre Vorstellung dafür zu bekommen, was 3200 Lichtjahre bedeuten, unternehme ich eine virtuelle Reise zum Deneb im Warp-Modus. Dass wir Erdenmenschen auf diese Distanz das Leuchten des Deneb überhaupt noch wahrnehmen können, hat mit dessen enormer Leuchtstärke zu tun. Deneb ist 300 Mal größer als die Sonne und leuchtet 250.000 Mal heller als diese. Deneb
zählt zu den alten Sternen, die ihren Wasserstoff im Inneren längst aufgebraucht und die Kernfusion auf Helium, Kohlenstoff und Neon umgestellt haben. Dieser Prozess bewirkte eine Ausdehnung seiner Hülle und eine Intensivierung des Sternenwindes, der hier als blauer Nebel dargestellt ist. Vega und Altair sind etwa doppelt so groß wie die Sonne. Auffällig an ihnen ist ihre Geschwindigkeit, mit der sich Vega und Altair um die eigene Achse drehen. Sie beträgt bei beiden nur rund 10 Stunden. Dabei entstehen Fliehkräfte, die eine Abplattung bewirken. Wir wissen inzwischen viel über Deneb, Vega und Altair, aber das ist nur ein Bruchteil, gemessen an den noch offenen Fragen. So wissen wir zum Beispiel nicht, ob die Sterne des Sommerdreiecks eigene Planeten besitzen.